Herzlich willkommen zum Mitternachts-Update von JFD Brokers. Heute ist ja einiges passiert. Und dann schauen wir auch sofort auf den Tageschart im DAX. Hier war die Möglichkeit da, dass er hier an die Abwärtstrendlinie, an die Dominante hinläuft und zudem die Gap-Unterkante eben trifft. Bei 11.180 etwa. Der DAX öffnete eben nur auf Vortagsniveau, eben mit keinem Upgap. Und hier im Handelsverlauf wurden die Verkaufsaufträge immer mehr und ab zu dem Zeitpunkt, als die US-Börse eröffnete, gab es mächtigen Verkaufsdruck. Ich habe vorbörslich wieder ein Setup im DAX erstellt. Das wäre eben deswegen die grauen Pfeile, alles was über dieser Gap-Kante lag, wäre absolut noch bullisch zu werten gewesen. Wer da einen Einstieg gefunden hätte, müsste eben oder läge der Stopp eben bei 10.900. 15. Dazwischen war für mich eher die neutrale Zone eben im Stundenchart und erst wenn diese Linie gebrochen wird, wäre hier ein Verkaufssignal angezeigt. Was hat jetzt der Xetra DAX gemacht im Xetra Handel? Exakt auf dieser Marke eben geschlossen. Nachbörslich ging es wieder bis auf 10.843 hoch und aktuell stehen wir bei 10.830. Also hier für kurzfristige Trades werden oder Short Trades werden eben Kurse definitiv unter dieser Marke notwendig, damit dieses Kursziel erreicht wird. Alles was wieder eben in der neutralen Zone eben eröffnet oder auch da die Kurse eben notieren, wäre schon kritisch. Und eine wirkliche Stoppmarke wäre eben dann die Wolkenunterkante. Die verläuft aktuell bei 10.860 und steigt dann leicht an auf 65. Also hier dürfte der Kurs nicht darüber gehen, sonst wäre hier das Setup passé. Es gab auch noch weitere Setups von mir. Im Dow Jones Index war es eben so, über diese Special Marke von 17.930 wäre ein leichtes Kauf bzw. halt ja ein Short Squeeze möglich gewesen über die 18.000er Marke. Und da die Muster hier unschön aussahen, war für mich erst klar, ab dieser Marke könnte es weiter abwärts gehen. Der Verkaufsdruck war da, hat eben leider nicht ganz die Marke erreicht, gab wieder einen bullischen Pullback und aktuell stehen wir auf alle Fälle jedenfalls noch im Plus, sozusagen im Short Plus. Des Weiteren habe ich hier noch ein Euro Bund Future Setup vorgestellt im Laufe des Tages, als der Kurs eben hier stand, gegen 15 Uhr, wenn man jetzt den Prognosepfeil leicht verschiebt, dann hat er eben genau das Tief hier erreicht und ist eben auch an diese Marke herangelaufen. Wichtig ist jetzt natürlich, dass dieses ehemalige Unterstützungsband, was jetzt eben ein Widerstandsband ist, nicht nachhaltig durchbrochen wird. Also möglichst Kurse unter 155, 75 eben stattfindet. Also genauso wie der Prognosepfeil. Dann hätte man hier einen super Einstieg sowieso gefunden. Und nach unten wäre auf jeden Fall ein neues Low möglich. So neue Setups wird es wieder im Laufe des Tages morgen geben. Und bis dahin wünsche ich allen Hören, Zuhören, Zuhörer, Lesern einen guten Handelstag.